Was bedeutet eigentlich gemeinnützig? Laut Wohnraumförderungsverordnung Artikel 37 ist eine Organisation gemeinnützig, wenn sie erstens langfristig Wohnraum zu tragbaren Preisen zur Verfügung stellt. Zweitens Dividenden, wie im Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A vom Bundesgesetz vom 27. Juni 1973 über Stempelabgabe beschränkt ist. Drittens Abschöpfung von Gewinn verboten ist. Und viertens bei der Auflösung von der Organisation der Rest vom Geld an einem beim Buchstaben A erwähnten Zweck, das ist Wohnraum zu tragbaren Preisen gewesen, übergibt. Das Geld, das mal eingezahlt worden ist, wird höchstens zum Nennwert zurückgezahlt. Okay, aber was bedeutet das jetzt? Mit gemeinnützigem Wohnraum darf nicht spekuliert werden. Es wird den Spekulanten entzogen. Für immer. Gemeinnütziger Wohnraum finanziert sich über die Kostenmiete und nicht, was der Markt zahlt. Also zu viel. Das investierte Kapital darf nicht zu hoch verzinst werden. Sonst würde ja mit diesen Wucherzinsen eine Hypothek künstlich verteuert. Und eben, Gewinn wird nicht abgeschöpft, sondern ins Haus gesteckt. Oder die Mieten müssen sinken. Alles in allem eine gute Sache, weil Häuser sind nicht einfach ein Produkt wie jedes andere. Angebot und Nachfrage funktionieren hier nicht, wie man gerade in Basel sieht. Ein Mensch kann nicht einfach so auf eine Wohnung verzichten, so wie zum Beispiel auf die 20. Jeanshose. Wohnen ist wie zum Beispiel Essen und Sicherheit ein Grundbedürfnis. Der Staat muss hier mehr eingreifen. Wegen dem gibt es ja auch schon den Mietendeschutz. Also, gemeinnützig heisst, faire Mieten, weil nur das gezahlt wird, was eine Wohnung wirklich kostet. Und nicht von Spekulanten Gewinn abgezockt wird, um am feinen Töchterli den neuen Porsche Cayenne auf den 18. Geburtstag zu schenken, wo ihr Volkshochster Freund besoffen nach dem Ausgang in eine Betonpfeile parkiert.